So, da sind wir auch wieder bei Let's Play Final Fantasy 6. Ja, das letzte Mal haben wir Vector, die Hauptstadt des Imperiums, hier in Flammen aufgefunden. Und jeder fragt sich natürlich jetzt, warum steht Vector, die Hauptstadt des Imperiums, auf einmal in Flammen? Und warum kann ich hier kaufen? Egal. Ja, ich habe ein bisschen noch gekämpft, aber nicht viel. Also das war wirklich nur, weiß nicht, ein, zwei Kämpfe oder so. Mehr war das nicht. Das für ein Imperium den Treueeid leisten. Nö. Was? Ja, ich habe auch den Leuten ein bisschen was Neues beigebracht. Gut, ich zähle auf euch. Oh, Leute, die nehmen uns auf. So war es, als wir hierher kamen. Was soll das denn heißen? Mit S-Bahn sprechen? Wer bist du denn? Bitte folgt mir zum Imperator. Gibt's nichts wirklich sonderlich Schöneres hier? Nö, zurzeit nicht. Wartet bereits, ja. Was will der Imperator von uns jetzt? Wir wollen nicht mehr kämpfen. Wurde wegen unsagbarer Kriegsverbrechen inhaftiert. Er pfeift aus dem letzten Loch. Der Krieg ist vorbei. Aha. Heißt also, dass Kefka im Grunde genommen Kriegsverbrecher ist und Gessel wohl den Krieg aufhören möchte. Bam. Krass. Endlich Frieden. Ich will nicht mehr kämpfen. Der Imperator hat sich verändert. Sit! Und draußen gibt's großen Krach. Die Esper wollten ihre Freunde befreien. Als sie merkten, dass sie nicht mehr lebten, sind sie ausgerastet und haben die Stadt zerstört. Sie schrien furchtbar. Wir legen die Waffen gerne nieder. Die Macht dieser Esper, ich hatte keine Ahnung. Sie werden die Welt zerstören. Sie müssen verstehen, dass der Krieg ein Ende gefunden hat. Kein Mensch könnte sie dazu bringen, zuzuhören. Aber zuerst, meine Freunde, lasst mich euch festlich bewirten. Manche Leute würden gern weiterkämpfen. Bevor wir speisen, versucht bitte möglichst viele Soldaten anzusprechen und zu überzeugen. Bitte sprecht mit möglichst vielen Soldaten. Ihr habt 4 Minuten Zeit, dann speisen wir. Jetzt noch eine Person. 2 Leute. Ja, im Grunde genommen müssten wir, glaube ich, so viele Soldaten ansprechen wie möglich. Und die Soldaten befinden sich ja eigentlich nur hier im Schloss oder in der Burg. Hoch lebe das Imperium, verflossen.
Leute nicht verdient. Wir rebellen. Da ist niemand mehr. Okay, dann kann es halt. Hier ist auch noch einer. Und. Ui. Den machen wir auch schnell fertig. Zeit. Vielleicht schafft er es ja. So. Die Hälfte der Zeit ist so gut wie um. Ah, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Dank der 7 Meilenstiefeln geht das ja auch ein bisschen flotter hier voran. Ah, was mit Kräften? Ah, sie wagen es, mich hier gefangen zu halten. Ich glaube das nicht. Ja, lach du doch mal, du Lachsack. Wie langweilig. Also jetzt gibt es keine Gefangenen mehr. Ach, da ist auch eine Tür. So, wir werden uns hier geben, 12 Leute. Eisbar hätte ich gedacht, dass sie so mächtig sind. 13. Kefka, benutze Kritik, ich hab's schon immer gewusst. Sehen da. So. Nein, wir kommen nur noch hier raus. Und das brauchen wir nicht. Wir waren ja schon draußen. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir schon mit denen hier gesprochen? Scheinbar. Nee, da wollen wir uns noch nicht reinlassen. Gibt es. Ah, hier gibt es noch ein paar. Doch, versteckt seid ihr wirklich? Mensch, ich hab keine Zeit mehr. Ja. In der Tat, 15 Leute. Was wird mehr als früher? Ja, nur 5 Sekunden. 17 Leute. An diesem Abend findet das Bankett mit dem Imperator statt. Ja, 17 Soldaten haben wir angesprochen. Das müsste eigentlich auch alle. Müssten eigentlich alle sogar gewesen sein. Bitte hier entlang. Zählt mich ab sofort zu den Rebellen. Seht her, wir sind hier und essen zusammen. Zuerst ein Trinkspruch. Auf unsere Heimatstätte. Genau, auf unsere Heimatstätte. Wie ihr wisst, ist Kefka wegen seiner Verbrechen in Haft. Was soll mit ihm geschehen? Richten wir ihn. Dann wird er eben noch eine Weile in seiner Zelle schmoren, bis wir entschieden haben. Für das Gift in Doma entschuldige ich mich herzlich. Niemand konnte Kefkas Pläne ahnen.
Ja, es ist nun mal geschehen. Können wir leider nichts dran ändern. Es tut mir furchtbar leid. Kefka wird streng bestraft, denn Doma wird vom Gift gereinigt. Ach ja, was generell den Celis betrifft. Wir vertrauen Celis. Kefka hat gelogen. Celis war die Erste, die Dummheit des Krieges erkannte. Ja, wie das hier weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Let's Play Part. Blatax FB meldet sich ab.